Die Iserlohn Roosters gegen den ERC Ingolstadt. Für die Gastgeber die Chance, zum ersten Mal seit dem 15. Spieltag den letzten Tabellenplatz zu verlassen. Und das Ganze beim Heimdebüt vom Neuen von Nick Ritchie am Seiler See. Den besseren Start in die Partie haben aber die Gäste der ERC Ingolstadt über Matt Bodie. Und dann probiert Leon Hüttel, gefährlicher Schuss, das Ganze in der 8. Minute. Stachowiak versucht, den Puck noch abzufälschen. Jennecke aber mit der rechten Schulter zur Stelle. 5 Minuten später wieder der ERC Ingolstadt bei 4-4. Charles Bertrand nimmt Tempo auf, kommt durch, aber kommt nicht an Andi Jennecke vorbei. Trotzdem gute Aktion vom Ingolstädter Stürmer. Sieht die Lücke, schlittschuhläuferisch astrein, aber im Abschluss nicht präzise genug. Danach wieder der ERC Ingolstadt, diesmal im Powerplay. Und die Chance durch Matt Bodie, gefährlicher Schuss von der blauen Linie. Das Ganze noch abgefälscht. Der Pass zuvor von Simpson an die blaue Linie und dann Jennecke mit dem linken Schoner. Gute Szenen der Gäste, aber die Iserlohner Fans haben doch Grund zum Tanzen und zum Fröhlichsein, denn es steht nach dem ersten Drittel weiterhin 0-0. Dann in Drittel 2 wieder Ingolstadt mit dem besseren Start. Die Chance durch Stachowiak in der 24. Minute, aber wieder an die Jennecke. Stabil mit dem linken Schoner. Dann Überzahl für die Iserlohn Roosters und die spielen das gut. Boland auf der Call, Führung für die Gastgeber. 24. Minute, Michael Del Col im Powerplay, 13. Saisontreffer für ihn. Toller Pass von Tyler Boland. Del Col stoppt die Scheibe und dann ansatzlos per Handgelenkschuss. Keine Chance für Garteig. Die Roosters 1-0 vorne. Aber der ERC Ingolstadt trotzdem offensiv weiter gefährlich. Bertrand auf Kosen, das Ganze in der 30. Minute. Und der linke Schoner von Andi Jennecke nicht zum ersten Mal in dieser Partie im Einsatz. Ingolstadt aktiver im zweiten Drittel. Ingolstadt in der letzten Minute des zweiten Spielabschnitts. Nochmal mit dieser Möglichkeit. Wirtha ganz allein auf Jennecke zu. Aber dann macht's Kling. Der Abschluss von Patrick Wirtha an die Latte. Glück in dieser Szene für den Iserlohner Goalie. Gute Stimmung am Seiler See. Die Roosters führen mit 1-0, weil sie bislang sehr viel aus relativ wenigen Chancen machen. Und dann der nächste Treffer für die Roosters und wieder ist es Michael Del Col. 48. Minute. Del Col lauert am langen Pfosten und versenkt. 14. Saisontreffer für ihn. Doppelpack für Del Col. Iserlohn 2-0 vorne. Aber Ingolstadt mit der prompten Antwort. Wagner auf Pieta, der weiter auf Kosen. Anschlusstreffer ERC. Kosen zuvor schon mit guten Möglichkeiten, jetzt aber auch erfolgreich. Toller Pass von Pieta. Mit ein bisschen Glück geht der Puck dann vom Schlittschuh vom Bender zu Kosen und der mit dem 1-2. Und Ingolstadt setzt nach. 52. Minute, Pass an die blaue Linie. Auf einmal aber die Kontermöglichkeit für die Roosters. Schiemens gegen Garteig und Cedric Schiemens versetzt diesen Puck in das zweite Oberstockregal. Der ist ihm mal richtig vom Schlappen gerutscht. Das hätte das 3-1 sein können. Aber so bleibt die Partie eng und Ingolstadt nutzt die Fehler der Roosters eiskalt. Wirtha mit dem Ausgleich, 54. 2-2. 9. Saisontreffer von Patrick Wirtha. Und das ist gut gespielt und vor allen Dingen gut vollendet von Patrick Wirtha. Keine Chance für Andi Jennecke hier in dieser Szene. Das Spiel geht in die Verlängerung, da fallen keine Tore. Die Entscheidung muss also im Penaltyschießen fallen. Und da nimmt sich Daniel Pieta ein Herz und erzielt den Treffer mit ein wenig Glück. Der Puck durch die Beine von Jennecke. Erst an den linken Schoner, dann an den rechten Schoner und dann über die Linie. Danach verschießen alle weiteren Schützen. Das heißt, Del Col muss treffen, aber Garteig hält. Und Garteig wird zum Helden in dieser Partie. Garteig hält den Sieg für den ERC Ingolstadt fest. Nach Penaltyschießen gewinnt der ERC. Hier sind die Stimmen zum Spiel. Whenever you come into this building, they bring the noise. Yeah, they play well here, and we kind of knew we had to match that, and
you know, for the way things have been going lately, for being down 2-0 and coming back 2-2, getting those extra points in overtime or shootout, I think going into this break, that's exactly what we needed. Ja, es wäre natürlich schön gewesen, hätten wir die 3 Punkte mit nach Hause nehmen können, aber so ist das nun mal im Sport. Ja, immerhin haben wir einen Punkt mitgenommen und allgemein ein ganz gutes Spiel gemacht. Einiges, was wir mitnehmen können in den nächsten Spielen. Die Iserlohn Roosters verlieren nach Penaltyschießen gegen den ERC Ingolstadt. Dank eines starken Michael Gartag beenden die Ingolstädter eine Niederlagenserie von zuvor 5 Pleiten in Folge. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.